Ottersweiler, das Trümmerfeld auf der A5 erstreckte sich über hunderte Meter, der weiße BMW ist komplett zertrümmert. Ein junger BMW-Fahrer, 24, krachte am Sonntagnachmittag ungebremst in einen Sattelzug. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass es das Auto weit unter den LKW schob. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer in Richtung Basel unterwegs, als der schreckliche Unfall gegen 16.40 Uhr auf Höhe Ottersweier, Kreis Rastatt, auf dem rechten Fahrstreifen passierte. Der heftige Zusammenprall endete für den jungen Mann tödlich, er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt nach ersten Feststellungen keine körperlichen Verletzungen, musste aber aufgrund des Schocks von den Helfern des Rettungsdienstes betreut werden. Vorsorglich flog auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der Verkehr staute sich stundenlang auf eine Länge von etwa 3 Kilometern.